Nach dem langen Labor Day-Wochenende, ein Feiertag in den Vereinigten Staaten, beginnt jetzt die Zielgerade für den US-Wahlkampf. Das Duell zwischen Kamala Harris, der neuen demokratischen Kandidatin, und dem Republikaner Donald Trump wird sich in den letzten verbliebenen 2 Monaten dramatisch aufheizen. Natürlich, und bereits nächste Woche der wahrscheinlich finale Höhepunkt dieses dramatischen Wahljahres, die TV-Debatte zwischen Trump und Harris, ausgetragen am TV-Sender CNN. Wie steht es in den Umfragen? Wer kann gewinnen? Wer hat die besten Chancen? Kamala Harris liegt im Schnitt der nationalen Umfragen mit ungefähr 3 Prozentpunkten voran. Auch in vielen der Schaukelstaaten, insgesamt sind hier 7 Bundesstaaten entscheidend, hat sie aufgeholt und teilweise bereits Donald Trump überholt. Allerdings, es ist in all diesen Bundesstaaten extrem knapp. Die Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Und obwohl Donald Trump hinten liegt derzeit in den meisten Umfragen, wird darauf verwiesen, dass er auch bei den Wahlkämpfen im Jahr 2016 und im Jahr 2020 weit abgeschlagen schien. Ungefähr in der Zeit Anfang September, etwa im Jahr 2016 gegen Hillary Clinton, als Donald Trump national 5, 6, 7 Prozentpunkte sogar zurückgelegen ist. Und auch gegen Joe Biden hat er einen gewaltigen Rückstand gehabt im Jahr 2020 mit bis zu 9 Prozentpunkten. Und am Ende hat Joe Biden das Rennen zwar knapp gewonnen, aber Donald Trump hat fast noch aufgeholt. Das wird hier angeführt, um zu verhindern, dass man Donald Trump hier neuerlich unterschätzt. Und zahlreiche dieser Umfragen sind traditionell so gestaltet, dass viele potenzielle Wähler ihre Präferenz für Donald Trump nicht offen zugeben wollen und deshalb auch meistens Donald Trump unterbewertet ist. Klar ist jedenfalls, es ist ein Thriller, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und die Wahl kann nach beiden Richtungen ausgehen.